Wie baut man Schulterstabilität auf in einer Überkopfposition, die ich zum Beispiel beim Tennis, Volleyball, Badminton, Basketball und so weiter brauche? Darum soll es in diesem Video gehen. Weil Schulterstabilität ist ja in meinen Augen quasi im Athletikbereich wichtig. Also es ist sportartübergreifend ein Thema, was man immer wieder findet und was aus meiner Erfahrung auch mit vielen Leuten, die wir hier haben, die eben diese Sportarten machen, nicht ganz optimal gemacht wird, und deshalb haben wir uns gedacht, wir machen dazu mal ein Video. Weil was man verstehen muss, man braucht für diese Stabilität in der Oberkopfposition, was ja für das Schultergelenk die denkbar schlechteste Position ist, weil ich komplett in der Abduktion bin und in der Regel noch in der Außenrotation. Das ist quasi die instabilste Position, in die das Gelenk eben gehen kann. Da verlange ich der Muskulatur, die die Schulter stabilisiert, sehr, sehr viel ab. Und das ist in der ersten Instanz die sogenannte Rotatorenmanschette. Ne? Besteht aus mehreren kleinen Muskeln, die ich auch nicht direkt sehe, also tiefer liegende Muskulatur am Schultergelenk. Und das Entscheidende ist, ich muss verstehen, dass die Rotatorenmanschette eine Stabilitätsfunktion hat. Deshalb stabilisiert sie auch den Arm in der Überkopfposition und keine Bewegungsfunktion. Deshalb habe ich bei normalen bewegenden Übungen, wie zum Beispiel Ruderzüge, Latzüge oder auch so kontrollierten Außenrotationen, die man ja gerne mal macht, zwar die Rotatorenmanschette irgendwie mit drin, aber nicht in ihrer ursprünglichen Form, weil die ursprüngliche Form ist eigentlich schnell zuckend stabilisierend. Und genau so muss ich sie halt auch treffen, ne, im Training. Vorweg brauche ich natürlich erstmal eine gewisse Beweglichkeit. Und wir starten auch mit 3 Übungen, um die Beweglichkeit zu verbessern. Weil wenn ich von meiner Range of Motion hier oben irgendwie eingeschränkt bin, da schon eine Muskelspannung habe, dann ist ja auch naheliegend, dass wenn ich ständig in diese Position gehe, ich irgendwann Schulterprobleme bekomme. Und danach gehen wir mit 3 weiteren Übungen ganz konkret in die Stabilität. Und zwar Range of Motion. Aus unserer Erfahrung kann an mehreren Dingen liegen, ganz klar, aber relativ oft die Brustwirbelsäule oder der Latissimus, die einfach ein bisschen verspannt sind, wenn man so möchte. Die Brustwirbelsäule machen wir weiterhin ganz gerne mit so einem Duoball, quasi mit Faszientraining. Ihr legt euch den einfach auf den Boden, setzt euch so davor, dass ihr den Duoball an der Brustwirbelsäule habt. Jeder Knubbel auf einer Seite der Wirbelsäule, also ungefähr BH-Region, sollte jeder wissen, wo das so grob ist. Nehmt die Hände zum Hinterkopf, Ellenbogen zur Decke und bleibt eine Minute lang einfach nur drauf liegen. Versucht tief zu atmen, tief ein, tief aus. Wenn ihr merkt, dass es geht, dann könnt ihr gerne noch die Hüfte so ein bisschen anheben und damit quasi den Druck erhöhen. Nach einer Minute geht ihr hin, nehmt das Gesäß wieder runter, legt den Kopf ganz ab, nehmt die Arme lang zur Decke und lasst die langen Arme langsam nach hinten fallen und langsam wieder nach vorne und macht auch das ungefähr eine Minute. So dass ihr insgesamt in der Übung 2 Minuten drin seid, bis ihr so das Gefühl habt, die Spannung an der Brustwirbelsäule lässt wirklich ein bisschen nach. Ihr könnt dann nachtesten, also stellt euch wieder hin, testet die Überkopfbeweglichkeit und schaut, ob sie wirklich besser geworden ist, entspannter. Wenn nicht, dann ist das nicht eure Übung. Dann braucht ihr die natürlich auch nicht machen. Übung Nummer 2, wie eben schon angedeutet, Latissimus. Machen wir ganz gerne mit einem größeren Faszienball. Rolle wäre auch möglich, aber ist mir in der Regel schon zu flächig. Legt euch den hin. Legt euch seitlich in so eine Art stabile Seitenlage. Die obere Hand hier vorne gerne abstützen. Untere Hand mit der Handfläche zur Decke, so dass ihr den Ball hinten an der Schulter am Ansatz Richtung Latissimus habt. Ihr könnt dann über den Druck hier, könnt ihr auch den Druck auf den Ball ein bisschen dosieren, mehr oder weniger. Einfach nur locker liegen bleiben, wieder so eine Minute. Und in der zweiten Minute fangt ihr an, den langen Arm so ein bisschen anzuheben, wieder locker abzulegen, sodass ihr auch das unterm Strich in etwa 2 Minuten macht. Auf der Seite, wo ihr das Gefühl habt, dass es eingeschränkt ist. Und wenn das auf beiden Seiten ist, dann natürlich beide. Und auch hier, nachtesten, hat es für euch persönlich einen Effekt? Wenn nein, dann ist es nicht eure Übung, dann nicht machen. Übung Nummer 3 aus dem Bereich Mobility, Beweglichkeit, ist dann schon aktive Mobility. Und zwar nehmen wir uns mal eine Bank, nehmen wir hier nach vorne. Nehmt euch eine ganz klassische Flachbank und machen Überzüge. Ich persönlich komme am besten klar mit einer Scheibe. Ihr könnt euch auch Kurzhanteln nehmen und die quasi an einer Seite greifen. Ich finde Scheiben oft angenehmer. Ihr legt euch so auf die Bank, dass ihr mit dem Kopf an der oberen Kante liegt.
Nehmt die Scheibe nach vorne, nach so ein bisschen gerne auf die offenen Hände. Schulterblätter gerne ein bisschen rausschieben, weil die sollen sich ja bewegen. Und lasst jetzt mit der Ausatmung die langen Arme nach hinten kommen. So tief, wie es schmerzfrei möglich ist. Und mit der Einatmung kommt es wieder zurück. Das Entscheidende ist jetzt, dass ihr versucht, ein Hohlkreuz zu verhindern. Ihr werdet natürlich ein bisschen in ein Hohlkreuz kommen. Aber das Ziel ist, die Bauchmuskulatur, insbesondere die Obliquen, so zu benutzen, dass der Rippenbogen so tief wie möglich bleibt, während die Arme sinken. Das hier also, wenn ihr auf den Rumpf schaut, hier auf den Rippenbogen, dass während der Arm runterkommt, der so wenig wie möglich öffnet. Der soll unten bleiben, die Bauch, der Rumpfmuskulatur, die Bauchmuskulatur, der Rumpf soll stabil bleiben, während der Arm hier tief kommt. Also das für uns drei verschiedene Möglichkeiten, die Beweglichkeit erstmal zu verbessern. Die letzte geht ja schon ein Stückchen auch in die Stabilität, weil wir ja schon noch ordentlich Gewicht im Spiel haben. Dann nächster Block, Stabilität. Wir starten mit der ersten, relativ simpel, dafür nehmt ihr euch ein Miniband, geht mit beiden Händen so durch, dass ihr die Finger aufgefächert habt und das Band so vorm Daumen habt, nehmt die Ellenbogen enger an den Körper, in die Startposition für die klassische Außenrotation. Nur wollen wir jetzt die Außenrotation eben schnell zuckend, damit die Rotatorenmanschette auch wirklich schnell zuckend stabilisieren muss. Heißt, ihr macht sehr kleine, relativ unkontrollierte Drehungen in die Außenrotation. Also was wir nicht wollen, ist sowas, ne, dass es hier seitlich weggeht, sondern wir wollen diese Bewegung. Und die in relativ kleinen, schnell zuckenden Bewegungen. Wir machen das Ganze gerne auf Zeit und zwar von der Belastung in etwa eine Minute. Es ist nicht untypisch, dass man die ersten 30 Sekunden das Gefühl hat, dass es sehr, sehr easy ist. Und dann wird es aber auch sehr schnell sehr unangenehm. Und es sollte ein ziemlich unangenehmes Brennen tief in der Schulter sein. Also für viele ist es auch ein seltsames Gefühl, wenn man die Schultermuskulatur kennt, von Schulterdrücken, Seitheben, solchen Dingen, was halt oft sehr oberflächlich belastet. Bei der Übung ist es oft ein anderes, seltsames Gefühl. Das ist das, was wir wollen. Das ist tiefer liegende Rotatorenmanschette. Davon würde ich höchstens zwei Sätze machen, so eine Minute Belastung. Danach halt richtig in die Stabilität. Und zwar Übung Nummer 1, beziehungsweise 2 aus diesem Block, die sogenannte Armbar. Nehmt euch am besten eine Kettlebell. Es geht auch mit einer Kurzhantel, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, lieber eine Kettlebell. Legt euch hin und nehmt sie in einer Hand gestreckt über die Schulter. Die andere Hand kommt seitlich auf Schulterhöhe raus und hier schiebt auch die Schulter bewusst so ein bisschen nach vorne. Wenn ihr den Schultergürtel ein bisschen löst, muss die Rotatorenmanschette wieder mehr arbeiten. Und jetzt geht es darum, dass ihr das Bein auf derselben Seite nach oben nehmt und dreht euch hier rum und schiebt die Schulter richtig raus. Am Anfang mit Blick auf die Kugel, das hilft euch, in der Schulter ein bisschen stabiler zu bleiben. Zack, hier kommt ihr raus. Blick auf die Kugel, die Schulter bleibt stabil. Wenn ihr das ein bisschen fortgeschrittener machen wollt, klar könnt ihr das Gewicht erhöhen, aber erster Schritt ist, ihr nehmt das visuelle System raus. Das heißt, die Augen kommen zur Seite. In dem Moment, wo ihr die Kugel nicht mehr im Blickfeld habt, muss die Schulter propriozeptiv einfach stärker arbeiten. Ihr werdet auch merken, dass das stärker anfängt zu wackeln, was eben der Rotatorenmanschette einfach mehr Stabilität abverlangt. Das Ganze auf Wiederholungen, also wirklich einmal reindrehen, ist quasi eine Wiederholung. Und ich würde hier ganz klassisch, wie wir es oft in so Activate-Bereichen machen, 8, höchstens 10 Wiederholungen machen, die eben in einer möglichst perfekten Qualität. So, das Übung Nummer 2. Übung Nummer 3 aus dem Bereich der Stabilität und damit auch die letzte, ist quasi ein Shoulder Press, stehend, am liebsten auch wieder mit Kettlebell und zwar explosiv. Also quasi ein Push Press, beziehungsweise fast schon ein leichter Jerk. Also wir haben ja normalerweise das Trick Press, die Kraft rein aus der Schulter, sehr kontrolliert. Würde so aussehen, dass ihr einfach nur strikt rausdrückt. Push Press bedeutet schon, ihr nehmt so ein bisschen Schwung aus den Beinen und habt damit, wenn man sich den oberen Punkt anguckt, so einen kurzen Impuls oben. Ihr habt oben so ein bisschen gewackelt, was der Rotatorenmanschette wiederum Stabilität abverlangt. Das ist dann wiederum ein Push-Press
Und ein Jerk wäre sogar mit einem ganz leichten Sprung, wie wir es beim Gewichtheben Langhantel auch haben, dass ihr also hergeht, ihr dippt ein bisschen und ihr macht so einen leichten Sprung und schiebt dann die Kugel ganz raus. Es geht um den Impact oben. Also wenn die Kugel oben ist, dann stabil zu bleiben. Und das ist natürlich was, was ich einfach ins normale Krafttraining einbauen würde, wenn ihr sowieso Krafttraining macht. Ihr habt Druckbewegungen nach vorne, Zug von vorne, Zug von oben und klar Druck nach oben. Und das würde ich quasi einfach durch so eine Variante ersetzen. Also statt an der Maschine oder mit einer Kurzhantel sitzend Schulterdrücken zu machen, würde ich es ganz einfach so machen, weil es der Schulter am meisten Stabilität abverlangt.